Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge mit der Rubin-Edition. In der letzten Folge wollten wir in diesem Gebüsch ein Nebulak fangen, aber Erstauner ist erstaunlich stark. Ja, der schlechte Wortwitz, den haben wir auch hinter uns gebracht. Demnach gehen wir weiter. Die Trainer, gegen die möchte ich alle noch nicht antreten. Machen wir dann später. Ich glaube, den können wir nicht vermeiden, oder? Wen können wir denn mal trainieren? Ja, Weimer muss ich mal trainieren. Weil ich brauche ein halbwegs kompetitives, konkurrenzfähiges Wasser-Pokémon. Vielleicht hast du ja ein Flug-Pokémon. Wäre lustig. Warum auch immer lustig. Was ist das? Ach, das Vieh schon wieder. Was ist denn das? Ist das nicht Gestein? Weimar, probier mal eine Aquaknappe. Wehe, der klappt. Okay. Und? Mist. Wie wär's mit Stärke? Moment mal kurz. Machen wir mal ein bisschen. Ja, so sieht. Nee, warte. Das sieht gut aus. Stärke! Nein, Moment, das klappt nicht. Es ist doch ein Gestein-Pokémon. Oh. Ist das nervig? Aquaknarre. Das wird dauern, aber wir müssen Weimar irgendwann trainieren. Weiter. Gut so. Gut so. Das ist nicht das Wasser-Pokémon, was ich wollte. Ich vermisse Lino, Freunde. Lino war gut. Och nein, doch nicht so ein Egelsamen-Mist. Mach weiter, Aquaknarre. Ja, du kriegst Nährstoffe. Mir ist das egal. Bitte nicht erschrecken. Danke. Eine Aquaknarre dann noch und das reicht dann. Hoffentlich. Wahrscheinlich ist wieder ein Stückchen übrig, oder? 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 Ah, wir werden es sehen. Säure auch noch. Bitte mach's fertig. Oh, es ist nervig. So, jetzt reicht's aber mal langsam mit dem Mist. Komm, danke. So, das ist erledigt. Und Weimar kriegt ein Level Up. Krass. Ich hoffe bald noch eine neue Attacke. Georock. Das ist natürlich der Obershit. Na, wie geht's, Georock? Alles fit? Ja, mach Einigler. Ich glaube, darauf können wir uns einigeln. Nie im Leben wird das ein One-Hit. Doch? Ja, ein Volltreffer. Es war ein Volltreffer, Freunde. Gut, und den nächsten Schub für Weimar. Oh, ein Tentakel. Oh, ich hasse das Viech. Bräuchte Psycho, das habe ich aber nicht. Backfire. Es ist doch Gift und Wasser, also müsste doch Glut normal abziehen, oder? Obwohl, es war dämlich, das zu rufen. Naja, es ist ja nicht so stark. Verdammt! Ich bin ein Trottel! Und der auch. Weil er Giftstachel macht. Astgabel, bitte. Das ist jetzt peinlich. Warum rufe ich Backfire? Das ist doch dämlich. Bitte nicht vergiften. Dankeschön. Rankenhieb und die Sache ist gegessen. Was? Nicht? Ich habe halt auch noch Wundersaat, ne? Anscheinend ist Rankenhieb einfach nicht so stark. Wie dem auch sei, Astgabel hat ein Level Up. Kriegt vielleicht mal eine neue Attacke? Nein. Seemon. Ja, da bleiben wir doch gleich dabei. Schönes Wasser-Pokémon. Und es ist ein schön kaputtes. Juhu! Und tschüss. Das war's mit Wanderer Heimke. Jetzt kannst du heimkehren. So. Können wir... Okay, da oben ist Team Kakma. Die sind uns egal. Ja, wir sind in der Höhle. Der feurige Pfad. Da können wir noch was fangen. Weimar, du gehst mal bitte... Du weichst für Astgabel und wir fangen uns ein neues Pokémon. Hoffentlich... Oh, habe ich noch Schutz? Ich habe noch Schutz, oder? Schutz, geh weg! Danke. Oh, bitte. Bitte nicht jetzt irgend so was Lames. Gib mir doch mal was Gescheites. Und? Ja! Ja, ein Walreiser! Das ist perfekt! Das ist die dritte Entwicklungsstufe oder die volle Entwicklungsstufe von Seemobs. Oh, Leute, das wäre perfekt.
Schwäche es erstmal mit Zerschneider, aber ganz zahm. Danke. Leute, das ist perfekt für unser... Oh, ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Okay, ist nicht schlimm. Alles gut. Oh Leute, es wäre ein perfektes Wasser. Es ist, glaube ich, sogar Eis-Pokémon. Kein Volltreffer. Ah, ich habe Angst. Ich will es nicht kaputt machen. Okay, wartet mal. Da machen wir es doch ganz simpel. Ich hole Tank rein. Tank macht eh nicht viel Schaden. Obwohl, warum mache ich das? Ist doch Gestein. Nein, Tank. Oh. Ich habe irgendeine Taste gedrückt und die hat, glaube ich... Leute, ich habe irgendeine Taste gedrückt und die hat das Ganze geskippt. Ich weiß nicht, welche Taste das war und warum... Okay. Der Defensivwert ist höher, als ich dachte. Okay, wir haben es ein bisschen eingewickelt. Ja, reicht es denn jetzt schon, wenn ich es einschläfe? Es ist sehr stark. Es ist halt zweite Entwicklungsstufe, ne? Zugabe. Also, Leute, es hat echt schwache Attacken. Schlafpuder. Gut. Ich werde versuchen, es jetzt schon zu fangen. Es könnte reichen. Ich meine, es ist Level 16. Ja, es ist... Gucken wir doch mal. Es wäre eine ultimative Verstärkung. Und? Yes, wir haben's! Ja! Yes, 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 yes! Leute, wir haben einen Walreiser und das freut mich wirklich sehr. Es ist ein Eis- und ein Wasser-Pokémon. Extrem geil. Spitzname? Oh, scheiße. Wisst ihr was? Der sieht aus wie Einstein, deswegen... Er sieht aus mit diesen langen weißen Haaren wie Einstein. Ich werde ihn Einstein nennen. Und wir müssen es sofort holen für, Valma. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Endlich mal ein Pokémon, wo ich sage, das ist cool. Und das ist wirklich stark. Nichts gegen all meine anderen Pokémon, aber... Ich meine jetzt auch nur im Vergleich zu Valma. Ich gehe zurück. Ich will Valreiser sofort haben. Moment, war Route 112. Ist das die... Also es ist immer noch die gleiche. Nicht, dass ich da doch was fangen kann, oder? Wir werden es ja sehen. In welche Route kommen wir jetzt? 112, ja, eben. Dachte ich mir nur. So, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht... Ah! Ich will nämlich keinen Kampf. Ich möchte Valreiser jetzt damit tatsächlich trainieren. Okay. Da unten ist jetzt noch die eine... Okay, wir haben es. Perfekt. Leute, schnell, ich will meinen Valreiser. Ich will Einstein. Ja, gut so, Tank. Oh, Freunde, ich freue mich so. Das ist wirklich super. Vor allem, wenn es da eine Eisattacke noch lernt. Weimar... Moment, ich sollte ihm das Machoband noch abnehmen, oder? Aber ich verstehe nicht genau, wie dieses Machoband funktioniert. Es steht drin, die Initiative wird gesenkt. Verstehe ich. Aber ich verstehe nicht... Es heißt, es entwickelt sich schneller. Was soll das heißen? Braucht es weniger EP oder... Ich weiß es nicht. Ablegen. Weimar, geh du mal bitte... Stimmt, wir können ja einmal unsere Hall of Fame angucken, soll heißen. Die Pokémon, die ihr Leben gegeben haben für uns. Skorbut, Lino, Duckface, Salat und Fighter. Majestätische Pokémon. Wir holen uns Einstein. Willkommen, Einstein. Hat es eine hohe Initiative? Also, ich meine, es ist so eine Seerobbe. Speckschicht, Schutz vor Hitze und Kälte. Inwiefern? Initiative ist nicht sehr hoch, deswegen... Oh ja, geil, Frostbeule. Der Gegner wird mit Wasser bespritzt. Voll die krasse Attacke. Wir geben Einstein das Machoband. Das hat eher eine sehr geringe Initiative. Von dem her ist es egal. Okay. Gut. Dann werde ich jetzt die ganzen Trainer, die uns da auf dem Weg lauern, die werde ich jetzt besiegen, um Valreiser zu stärken, damit es auf einen guten 20er-Level kommt. Und das freut mich auf jeden Fall sehr. Sag mal, wollen wir ihm nicht Stärke beibringen? Ich meine, es ist eine sehr gute Normalattacke.
Ich meine, für Heuler können wir das dem doch beibringen. Moment, ich wollte seinen Angriffswert angucken. 32. Ja, es erhöht sich ja. Es ist erst Level 16. Gut, dann geben wir ihm Stärke. Wie gesagt, das ist auch eine TM, die habe ich allen Pokémon, also sehr vielen, immer beigebracht. Machen wir das doch. Ich will Einstein eh nur hauptsächlich Wasserattacken und Eisattacken noch beibringen. Sowas wie Blizzard. Blitzer, geil. Oh, Freunde, ich bin so froh. Das ist wirklich... Es ist voll entwickelt. Es ist Eis, das mag ich ja sehr. Es hilft gegen Flug-Pokémon und es ist halt auch Wasser. Es ist Wasser. Lala. Lasser. So. Hallo. Das sind diese Interview. Die haben, glaube ich, immer ein Krakelo gehabt und noch eins, aber jetzt haben sie ja eh zwei andere Sachen. Bitte nichts Brutales. Oh, was ist denn das für eine Kombi? Der Blinde und der Dumme. Nee, hä? Egal. Das sollte kein Problem sein. Für beide. Ich glaube, ich greife aber erstmal immer nur einen an. Macht mal beide Stärke bei Plusle. Ihr habt doch beide Stärke. Wie alle voll Ram und so. Was ist das für eine Kackattacke? Rechte Hand. Nur Plusle und Minun und so. Oh, Alter. Ge-One-Hitted? Das ist vielleicht schon nicht ohne, ne? Einstein, du bist dran. Auch nicht schlecht. So, Aquaknarre und Biss. Juhu. Ja, das war jetzt sehr simpel. Ach nee, jetzt muss ich denen ein Interview geben. Da habe ich keinen Bock. Das mache ich nicht. Die treffen übrigens noch weiter. Erstaunlich, erstaunlich. Nein, ich möchte aber kein Interview. Nein. Ja, ja, ist okay. So, Wahlreiser. Jetzt kommt dein Alleintest. Oh, ich bin gespannt. Das ist einer dieser komischen Pokémon-Pfadfinder-Typen. Ein Austoss. Ja, das ist ja blöd. Das egalisiert sich doch jetzt. Vielleicht kann ich ja mit Austoss... ihm hier einfach Stärke ein bisschen machen. Aurora-Strahl. Geil. Aber bringt nichts. Haha. Lappen. Bringt Stärke was. Austoss ist sehr stark in der Verteidigung. Uah. Das dauert zu lang, Freunde. Wir holen uns... Asti? Ich hoffe... Moment mal. Gott sei Dank trifft das nicht. Mach schnell deinen Rankenhieb. Yes! Mach's gut, Austoss. Und Einstein! Oh, das entwickelt beide mit einem... Also, mindestens zwei. Das ist die letzte Scharnierentwicklung. Das heißt normal und das heißt Hexer. Hallo Hexer, und das kann jetzt ein bisschen dauern, denn Haitaira hat eine Menge KP. Konfusstrahl. Dann kann er sich wenigstens selber schwächen. Schwäche dich! So. Mal gucken, ob sich selber auch trifft. Natürlich nicht. Och nee, nicht sowas. Aber wir haben ja Schockwelle. Aber ich möchte eher Psywelle. Hauptsache es hat nur Welle. Psywelle bitte. Oh Leute, ich bin wirklich extrem froh über dieses Wahlreiser. Das kam wirklich sehr überraschend. Ey, warum trifft... Warum kannst du denn da und... Ich hab's doch verwirrt. Wie viel zieht Schockwelle ab? Das trifft ja eh immer. Er beschwört die Blitze. Boah. Das dauert ja ewig, Freunde. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja, es macht ja nur Komprimator, weil es kann ja nichts anderes. Konfusstrahl trifft schon wieder? Beeindruckend. Wenn es sich denn mal selber verletzen würde, das wäre sehr erfreulich. Verletz dich! Das gibt's nicht! Was ist das? Was? Okay, ich brauche Köter. Köter kann nämlich den Schnüffler und dann kann es nicht mehr daneben treffen. Bin jetzt furchtbar sauer. Ich hole immer Köter, wenn ich furchtbar sauer bin. Nee, dann hole ich Backfire. Treff dich jetzt mal selber. Danke. So, bitte sofort den Schnüffler. So.
Jetzt können wir schon mal nicht mehr daneben treffen. Ich habe wirklich Schnüffler damals extrem, habe ich gedacht, wer will denn schnüffeln? Aber ich meine, es ist halt gut, wenn Pokémon dauernd Komprimator und so einen Scheiß einsetzt. Zack, zack, zack. Jawohl, oh ja, das, genau das wollte ich, meine Freunde. Juhu. Und Hexer bekommt noch was. Tja, Irene, das war's dann wohl. Gut, wir machen weiter mit dem Typen da oben. Er ist voller Schwung und Elan. Er ist voller Schwung und WLAN. Hat er eins oder mehrere? Oh, eins. Feuerriegel! Ja gut, damit sollte Einstein keine Probleme haben. Auch wenn Feuerattacken normal gehen. Ja, aber es egalisiert sich ja dann eh. Von dem her, jawohl. Schön Wasser hier. Nicht verbrennen lassen, Einstein, bitte. Oh. Habe ich was gegen Verbrennung? Irgendwie eine Brandsalbe oder sowas? Ich denke mal. Tschüss, Feuerriegel. Mach's gut. Du bringst mir leider nicht so viel EP. Das ist schade. Aber Einstein holt sich schon das wieder. Habe ich irgendwas gegen Feuer? Oh, natürlich nicht. Ich muss zurück. Ein verbranntes Walreiser. Es brennt wahrscheinlich an den Haaren. Das kann ich mir nicht erlauben. So, ja, es sieht wie gesagt sehr gut aus. Unsere Pokémon sind vom Level her sehr gut. Wie gesagt, ich werde Tank ein bisschen vernachlässigen. Es ist wie gesagt eh nur für Zertrümmerer da, sag ich jetzt mal. Walreiser ist wichtig, dann gucke ich nochmal kurz. Dann will ich Hexer und Köter schön weiter mitentwickeln. Und Backfire und Astgabel, ja, die kommen dann mal anders dran. Die haben ja eh schon einen sehr hohen Level. Die kommen nur dran, wenn mal Not am Mann ist oder wenn ich ein Pokémon fangen will wegen Schlafpuder. Das passt schon so. So, Freunde, wir machen weiter. Der nächste Trainer wartet schon. Nämlich hier. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Ja, das sind genau die, die eben dann doch weinen. Wie heißt du denn, mein Freund? Karel. Okay. Hallo, Karel. Wie geht's? So, Walreiser, mach bitte Stärke. Das sollte eigentlich fast ausreichen. Na, 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 deine Konfusion macht mir nichts. Sag ich doch. Walreiser hält eine Menge aus. Das ist auf jeden Fall extrem praktisch. Frostbeule. Nee, nee, mach Stärke. Lass dich nicht verwirren, du bist Einstein. Eben, danke. Sonst wäre deine ganze Reputation im Arsch. Verstehst du? Ich bin verwirrt. Level 18. Alter, ja, ist auch ein Pokémon mit viel KP. Entoron. Das ist was für Hexer. Weil es hat Schockwelle. Oh nein, Moment, das ist falsch. Oh, das ist jetzt... Leute, es ist riskant, weil es kann Konfusion, aber ich riskiere es. Und ich werde mich jetzt schon hassen und ihr alle werdet eh sagen, was macht dieser Idiot? Aber ich muss es einfach machen. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Okay, Risiko hat sich einmal ausgezahlt. Wie gesagt, Entoron ist halt auch Psycho, deswegen. Aber Schockwelle trifft ja immer von dem her. Können wir Hexer noch ein paar EP-Punkte gönnen und vielleicht sogar ein Level Up? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Fragezeichen? Ausrufezeichen! Schön. Der Camper hat sich ausgekämpft und er heult natürlich. Na gut, das war zu erwarten. Und der nächste Feind. Machst du ein Picknick? Nein, ich will jetzt nicht singen. Moment, wenn es ein Lagerfeuer ist, dann singe ich doch gerne mit. Das L-A-G-E-R-F-E-U-R-L-E-D-Lied. Was Lied? Ja, sorry. Stärke bitte. Nein! Einstein kann nicht verwirrt sein. Das geht nicht. Das ist ein No-Go. Yes! Und es interessiert ihn wirklich nicht. Gut gemacht. Oh nein. Nicht den Mist. Jetzt ist es verwirrt und ist paralysiert. Aber trotzdem. Es ist nicht mehr verwirrt. Aber es ist paralysiert. Weiter, Einstein. Komm. Nein! Hör doch auf! Was hat's noch? Hypnose? Scheiß Lampi. Alter. Wie Einstein einfach... No fucks given hier. Beeindruckend. Gegen was jetzt? Perlu. Das ist dieses komische Muschel-Pokémon. Ist das denn überhaupt stark?
Komm, mach weiter. Da sollte nichts passieren. Oh nein, doch nicht Eisenabwehr. Ach, verwirrt ist es noch. Scheiße. Ein Stein. Nein, das macht keinen Sinn. Komm, jetzt mach mal die Paralyse da weg. Ich habe E8 am Arena-Bären. Oh ja, ist das denn so lustig? Ja, es macht halt keinen... Was ist ein Schnapper? Ist so eine Normalattacke, oder? Zieht das denn jetzt überhaupt was ab? Oh nein. Astgabel, bitte kommen Sie und machen Sie dem Ganzen den Gar aus. Das wäre sehr... Wäre ich sehr verbunden. Oh nein, Aquaknarre, wie kannst du es wagen, mir 4 KP abzuziehen? Rangib! Gut, vielen Dank. Tschüss, Perlu. Du kannst wieder Muscheln machen. Und Level 19. Body Slam. Leute, ich liebe Wahlreiser. Body Slam ist stärker als Stärke. Ah, ist jetzt ein bisschen verschwendet, Stärke. Aber die haben eh recht wenig AP, also sind sie zusammen doch ganz gut. Und Body Slam kann paralysieren. Und das ist richtig der Shit, Freunde. Jetzt fehlt mir nur noch dann eine ganz gute Wasserattacke und eine sehr gute Eisattacke. Und mit Wahlreiser können wir extrem gut arbeiten. Und das können wir jetzt schon, Freunde. Das können wir jetzt schon. Nächster Kampf, dieser Bergtyp. Guck, gegen Team Kakma da oben müssen wir erst später hin. Oh, da gibt es dann einen ersten Bossfight. Das wird nicht so leicht, aber das kriegen wir hin. Genau wie gegen den, ein Nidoqueen. Wie wär's mit Body Slam? Schaffst du das? Oh, scheiße, nein, bitte nicht! Das habe ich vergessen. Oh. Oh. Zur Erinnerung, was ist da gerade passiert? Ist das euer Ernst? Vergiftet? Scheiße, scheiße. Nein. Das war knapp, Freunde. Ja, was ist da gerade passiert? Ganz einfach. Kampf ist sehr effektiv gegen Eis. Das habe ich voll verpennt. Und wir haben richtig Glück, meine Freunde. Richtig Glück. Blut bitte. Boah, jetzt habe ich richtig Schiss gehabt. Ich plane mit Wahlreiser, ehrlich. Alter, habe ich Angst gekriegt. Gut, wir merken uns Nidoqueen und so. Boah, shit. Gleich unbedingt Razzaf. Geil. Aber ich habe... Ja, ich habe nichts. Macht Hexer. Razzaf, ein Pokémon mit einer sehr guten Initiative und Stärke, aber dafür ist die Defensive so verdammt schwach, Freunde. Razzaf ist eh immer so... Ich verwirre ihn erstmal. Prima, prima, prima. Wir kämpfen uns durch Kampf und noch mehr Kämpfe. Und ich habe gerade voll die Kacke gelabert, aber egal. Wir kommen bald in diese Region, wo man dieses komische Ding sammeln kann, diese Asche. Und da können wir auch neue Pokémon fangen. Aber jetzt ist erstmal dieses Razzaf dran, was keine Chance gegen uns hat. Das freut uns sehr und die Psywelle könnte schon ausreichen für das Ende dieses Kampfes. Yes! Und sofort Gegengift. Ja, ja, Giesbert. Ich will Gegengift. Schnell, 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 schnell. Bevor ich hier irgendeinen Unfug mache. Ist diese Beere ein Stein? Sie wird dir helfen. Aber dass es auch noch vergiftet wird, ne? Ey, voll krass. Sprudel bitte. Ah, ist das schön. Wir können weitermachen und ich muss einen Schutz einsetzen, denn ich habe keine Lust auf irgendwelche komischen Pokémon zu treffen. Oder auf legendäre Pokémon und mich dann ärgern, dass ich das nicht gefangen habe. Aber ganz ehrlich, mit dem Wahlreiser bin ich extrem gut bedient. Glaube ich sogar nach Backfire mein bester Fang. Was sind hier für Beeren? Phragia. Hilft die nicht auch gegen irgendwas? Gucken wir doch gleich mal nach. Verbrennen hatte mir damals gefehlt. Und das ist Verbrennen. Yay. Das ist Pfirsif. Genau. Sammle ich alles ein. Ich werde jetzt, glaube ich, mal ein paar meiner Pokémon Backfire und Hexer werde ich Ding geben. Eine Sinelbeere. Falls mal es im Kampf knapp wird, kann er auf diese Sinelbeere zugreifen. Und ja. Wo ist sie denn? Da. Geben. Hexer und Backfire. Ja gut, Tank. Ja, komm, geben wir Tank auch eine. Oder? Nee, nee, ehrlich nicht. Weiter geht's. Hier darf ich nichts fangen.
Du bist ein Ass-Trainer, ist das richtig? Ja. Die Ass-Trainer werden später sowas von stark, meine Freunde. Oh ja, nicht so leicht. Was ist das denn? Ach, das ist dieses Käfer, ja. Ja, Käfer, da weiß ich jetzt gar nicht. Hilft da Frostbeule? Ich will's mal testen. Nachtnebel? Ist es ein Geist? Geistding? Okay. Ja, Frostbeule ist jetzt nicht so. Was? Es setzt immer weiter ein, aber es wird immer stärker. Ach so, dann ist es sozusagen wie Walzer. Sehr cool, das gefällt mir, das gefällt mir. Stimmt, diese Frostbeule wird immer stärker. Das ist geil, meine Freunde, das gefällt mir total. Und der Level-Up gefällt mir sogar noch mehr. Und es wird immer stärker. Roselia! Hallo, Roselia. Ich möchte sofort Backfire einsetzen. Sofort. So, Blut bitte. Und das ist nicht... Was? Och nee, muss denn das jetzt sein? Alter, wie stark ist denn Roselia, wenn es ein Blut nicht... Warum setzt nie sowas ein? Und es ist paralysiert und es geht mir auf die Eier, dieses Scheißvieh. Hört doch auf damit. Backfire, greif an. Mach's doch jetzt ganz kaputt. Ja, warum denn nicht vorher? Das erspart eine Menge Ärger. Viel EP kriegt man. Kindwurm. Ja, wir haben nun auch eine gute... Ein gutes Pokémon gegen Drachen, nämlich Einstein. Wer sonst mit seiner Frostbeule wird sehr stark. Hauptsache kein Brutalander. Kopfnuss. Aua. Sehr gut. Noch eine Frostbeule, dann haben wir es. Es sei denn, er schreckt zurück. Nein. Einstein ist natürlich zu clever. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Juhu. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Wir haben... Sag mal, kriegen wir jetzt nicht Geheimpower? Ja, da ist der Geheimpower-Typ. Hallo. Ja, Geheimpower. Wem soll ich denn das beibringen? Je nach Ort kann Geheimpower paralysieren oder so eine Scheiße. Ja, ich möchte keine Geheimbasis. Ja, meine Güte. Danke. Wir gucken erstmal, wer Geheimpower lernen kann und dann entscheide ich mich. Ja, toll. Es kann jeder. Das kann doch jeder. Okay. Boah, Freunde, da bin ich mir echt unsure. Hexer, wie wär's denn mit dir? Aber da gucke ich mal, was kannst du denn verlernen? Oder was wäre denn... Es ist eine sehr gute Attacke. Komm, mach, Oh, klug. Nein, mach den Erstauner weg. Notfalls kann ich den ja eh zurückholen von dem her, aber... Ja, Erstauner werde ich jetzt nicht wirklich vermissen. Alright, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was ist das? Ah! Das ist das Haus, wo mich diese Dame heilt. Das gefällt mir. Dort werden wir uns mal auch... Hallo! Oh, du meine Güte, deine Pokémon sind erschöpft. Ja, ich ruhe mich aus. Ah, perfekt. Nein, warum? Warum sollte ich zweimal bei der bleiben? Ich meine, was bringt mir das? Mach mal den Sicherheitssafe. Gut, wir werden noch den ein oder anderen Kampf bestreiten. Zum nächsten Kaff kommen wir eh nicht mehr. Den Namen habe ich mir eh nicht gemerkt. Oh, wir können da hoch. Aber es bringt mir erstmal nichts. Was ist hier los? Ja, eine Beere. Und wir werden die Beeren da oben auch eben einsammeln. Ja, ich hoffe, du strengst dich auch an. Nee, Himi will ich nicht. Gib mir die Sinelbeeren. Nein, ich werde jetzt nicht die Folgen vergeuden, indem ich irgendwelche Beeren hier reinpflanze. Da habe ich eh keinen Bock drauf. So. Gut. Ja, eine Ass-Trainerin. Ballreiser, bist du bereit? Einstein? Puh, das wird nochmal ein Knacki-Knacki-Kampf. Ein Knacki-Knacki-Kampf? Das klingt jetzt aber nicht wirklich gefährlich. Es wird aber gefährlich, denn sie hat... Okay, drei Pokémon. Morabel!
Memorable. Sehr interessant. Ich denke mal, da wird ein kleiner Bodyslam helfen. Oh fuck, es kann Geduld. Ja, es ist paralysiert. Geduld gefällt mir nicht. Ich hole sofort Hexer. Denn Geduld dürfte ja gegen Hexer nichts bringen. Es ist ja eine Normalattacke. Ja, speichere ruhig deine Energie. Ja, Schockwelle bringt mir nichts. Konfusstrahl, schnell! Gucken wir mal, aber Geduld dürfte nicht gegen Hexer... Es darf nicht passieren eigentlich. Ja, natürlich. Aber es bringt nichts, Gott sei Dank. Okay, darauf habe ich gehofft. Und Geheimpower. Prima, prima. Jetzt verletze ich noch selber und dann sind wir alle große Freunde. Natürlich nicht. Morable ist so intelligent, dass es... Geheimpower. Danke. Mann. Nervig. Egal. Danke auf jeden Fall, Einstein, für deinen Assist, welchen nochmal du gebracht hast. Oh, Arbok. Arbok, Bock. Das kriegt Einstein hin. Obwohl, Einstein wird wahrscheinlich jetzt paralysiert oder so sein. Weil es hat Giftblick und Gift, was auch immer. Und Bedroher, richtig. Durch dieses komische Muster, was aussieht wie Majora's Mask. Warum auch immer. Lustig. Was kommt zuerst? Arbok oder Zelda? So, ja, ich weiß, wir haben schon 31 Minuten. Das ist auch der letzte Kampf und ist schon wieder paralysiert. Mach Frostbeule. Oh nein, Silberblick, wie kannst du es wagen? Mach weiter, Frostbeule. Ja gut, Biss wird mich jetzt schon nicht. Oh, super Trank. Egal, Frostbeule wird jetzt eh saustark. Bams! Saustark. Alter! Hammer, ich liebe solche Attacken, die immer stärker werden pro Runde. Vor allem, Einstein hält eh viel aus. Juhu! Ein Kirlia, Köter. Denn Kirlia ist ein Psycho. Psycho-Pokémon. Pokémon. Hallo Kirlia, wie geht's? Und jetzt gibt's erstmal einen Biss. Zack. Das war's mit dir. Auch dank Schattenglas. Jawohl. Und das war's. Wir kommen hervorragend durch. Ich bin so unglaublich glücklich. Und ja, ich bin's wirklich. Wir gehen mal ganz kurz weiter. Route 113. Kann ich hier was fangen? Ja, Route 113. Laubwechselfeld. Das ist der beschissenste Name, ehrlich. Oh, cool. Wir können hier was fangen. Freunde, in der nächsten Folge werden wir uns ein neues Pokémon hier fangen. Aber das, ja, sparen wir uns alles für die nächste Folge. Wir haben Valreiser aka Einstein. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir das haben. Es ist super stark. Und ich bedanke mich bei Ihnen Einzelnen mal wieder für das Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge der Randomizer Nuzlocke Challenge. Bis dahin, macht's gut und bis dann.